Moin, willkommen zurück zu Gran Turismo. So, Kaffee ist am Start. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken, aber bestimmt du hast, ne? Ja. Ja, zu meinem Kanal hin. Lass einfach mal ein Abo da. Aktiviere die Glocke. Die anderen Sachen kannst du natürlich auch machen. Daumen nach oben da lassen kannst du auch. Ja, so. Ding! Drauf gedrückt und dann klong, klong. Du kannst natürlich auch die Glocken läuten lassen. Dann kannst du die Glocke aktivieren. Bist du mal up to date, was ein Video betrifft. Und ja, mit dem Abo und mit Glocke würde ich mich sehr besonders freuen, weil dann gehörst du zu bei mir in der Familie. Und ja, mit der Glocke natürlich bist du immer up to date, ne? Wenn ich ein Video lade, so CD auf Zock auf Video am Start. Geil. Muss ich jetzt erstmal gucken. Da gibt es jetzt einen Daumen nach oben, egal ob das jetzt gut ist oder schlecht, sondern egal, da muss ein Daumen. Nee, bleibt dir überlassen. Da läuft. Aber das wäre cool, wenn ihr meinen Kanal ein bisschen unterstützt. Das wäre cool. Ist auch ein bisschen klein und flauschig. Ich muss ein bisschen wachsen. Dann gehörst du Familie mit dem Abo und läuft. Ja, um was dreht sich das hier? Ganz einfach. Es dreht sich um Gran Turismo Tipps. Das wird jetzt ein Gran Turismo Tipp Video. Wie ihr fahren könnt, Kohle, Autos, wie ihr das so denn. Ich weiß auch, worauf, was ihr wollt. Kohle und Geld. Kohle und Geld. Geil. Es läuft hier. Kohle und Autos. Ihr weiß auch, was ihr wollt. Immer nur Kohle haben und Autos. Ja, nee, darum dreht sich das. Hier ist das so ein bisschen missionsbelastet. Ich sag euch, wie ich das gespielt habe. Wie ihr das denn letztendlich spielt, das bleibt euch überlassen. Meine Wenigkeit, weil das hier auch missionsbelastet ist. Man muss diese ganzen einzelnen Sektoren ja auch erstmal freischalten. Ist ja jetzt nicht gleich so, du fängst an. Oh, geil, ich hab alles. Oh, geil. Ja, was geht, ne? Nein. Es wird erstmal alles hier freigeschaltet. Ist so ein bisschen missionsbelastet. Man macht so die Aufgaben, die einem denn am Anfang vorgegeben werden, und dann schaltet man alles so nach und nach frei. So habe ich das gemacht. Ich habe alles freigeschaltet. Ich wollte erstmal alles freigeschaltet haben, und dann habe ich mich für den einen jetzt langweilig und voll, oh ne, kann nie um Puffer kommen. Danach habe ich Lizenzen gefahren. Ganz einfaches Ding. Da kriegt ihr Kohle, da kriegt ihr Autos. Ja, ist jetzt die Meisterlizenz. Das ist jetzt das Letzte, was dazugekommen ist. Da könnt ihr richtig was abstauben. Ja, Frau Banina Sonnenschein. Da könnt ihr mal richtig was abgreifen. Für eine Bronzezeit 6000. Läuft, ne? Nee, das soll jetzt aber nicht um die Meisterlizenz. Das wird alles noch freigeschaltet. Für euch denn. Erstmal die normale Lizenz und dann hier International B. Da ist erstmal das Tutorial. Damit fängt das an. Das müsst ihr machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, dann guckt ihr euch das an und fertig. Aber dann geht das hier zum Highspeed-Ring. Ey, am Anfang, klar, muss ich auch sagen, gibt es hier jetzt erstmal nicht viel, ne? Also das reißt jetzt wirklich nicht die Mortadella vom Brotronner. Gibt es erstmal nur für Bronze, gibt es jetzt erstmal dann nur 600. Ja, aber ey, 600 muss man auch erstmal haben. Oh, da ist einer gefahren, 19,6. Ja, läuft, 4 Zehntel besser. Ja, haut jetzt erstmal nicht so hier, dass die Metwurst vom Brotronner. Aber ja, 600, ne? Und ihr braucht das gar nicht auf Gold fahren. Macht euch keinen Stress. Gold könnt ihr das später immer noch fahren. Hauptsache, ihr habt erstmal Bronze, kriegt 600 Flocken. Ist mal 600 Flocken mitnehmen. Klar, das haut jetzt alle nicht die Pumps von der Schuhe, von der Füße, ne? Klar, oder die Socken aus. Haut rein jetzt nicht die Socken von den Quanten. Aber 600. Und, dann fahrt ihr das auf Bronze, guck mal. Und wenn ihr das dann auf Bronze gefahren habt, dann kriegt ihr da unten den hübschen Renault. Ja? Kriegt ihr mal eben so ein Renault geschenkt. Den braucht ihr euch nicht kaufen. Na? Ja, dann fahrt ihr euch da durch. Am Anfang ist das erstmal ganz entspannt. Dann kommt die Abschlussprüfung. Ich glaube, da gibt es sogar ein bisschen mehr Kohle. Da gibt es sogar einen Tausender. Ja, wenn ihr natürlich versessen seid auf Gold, so wie ich, ey, dann fahrt ihr das gleich voll auf Gold durch. Fertig. Habe ich gemacht. Aber ich würde euch raten, macht erstmal auf Bronze. Gibt da jetzt erstmal nicht so viel Kohle, das steigert sich denn kohlemäßig. Bei jeder nächsten Lizenz, also die Lizenz A oder National A, Entschuldigung, gibt es natürlich denn schon mehr Kohle. Da gibt es denn für Bronze denn schon mal 1000. Das ist denn klar, ne? Ja, da muss man sich denn, ob man sich da denn durchbeißt oder nicht, das ist denn jedem selbst überlassen. Ist nur mein Tipp, wie ihr das denn letztendlich spielt, das überlasse ich denn euch. Ja, und wenn ihr das denn hier alles so schön in Bronze gefahren habt,
Pro Schmopfi denn immer 1000. Guck mal, wie viel gibt es hier? Bestimmt ein bisschen mehr. Ist ja die Abschlussprüfung. Da gibt es sogar 1600. Das reißt jetzt nicht die Wurst vom Teller, klar. Aber 1600. Und dann pro. Und dann pro. Pro Etappe, sag ich mal hier, pro Schmopfi-Kram, gibt es immer ein Tausender. Ey, und dann seid ihr hier bei 10.000. Nur mal eben so, kriegt ihr geschenkt. Und wenn ihr Bronze habt, kriegt ihr da unten sogar dann noch den Scirocco geschenkt. Ey, hallo? Da kann man doch schon mal anfangen. Klar, das sind jetzt ist. Für Anfang ist das normal. Ne? Wir können uns ja mal durchgucken, wenn man das alles so hier in Bronze fährt. Oh ja, Meisterlizenz, Mann. So, wenn ihr hier alles in Bronze fahrt, guck mal, ey, da gibt's doch aber schon. Da geht aber schon ab. Für Bronze. Vielleicht kriegt ihr dann schon mal eine richtige Granate. Da müsst ihr aber dann noch IB schaffen, ne? Also International B-Lizenz. Dann kommt die IA, die internationale A-Lizenz. Da kriegt ihr dann ein Rallye-Fahrzeug. Da sind auch Rallye-Dinger drin. Also ihr braucht auch Rallye-Fahrzeuge. Würde ich euch raten, die Lizenzen zu fahren. Weil man kriegt die Autos einfach bei den Lizenzen alle geschenkt. Geht gar nicht mal auf Gold, geht man nur auf Bronze. Und dann kriegt ihr auf Bronze schon die Autos geschenkt, die ihr braucht. Guck mal, und wenn ihr die Superlizenz, dann schafft auch Bronze. Und wie gesagt, hier gibt es ja dann überall Kohle und die Kohle, die steigt ja da oben. Ich glaube, Superlizenz war, glaube ich, für Bronze 4000 pro Lizenz. Ja, 4000 für Bronze. Da müsst ihr dann eine ganze Runde fahren, wenn ihr Bronze schafft. Ja, 4000, ne? Fertig. Dann geht ihr raus. Und das macht ihr dann bei jeder Strecke. Und ja, so hab ich das gefahren, ne? Also ich hab mich denn da durchgekämpft bei den Lizenzen. Hab mir erstmal die ganzen, alles auf Gold. Und hab mir dann auch gleich beide Autos abgegriffen. Und ich konnte echt. Wie ich das alles abgeknuspert habe, ey, ich konnte echt fast überall mitfahren. Und ich hatte Kohle auf dem Konto, Leute, das glaubt ihr nicht. Ich habe das nicht ausgegeben, das Geld. Ich habe die Autos genommen, die ich. Trete ich auf ein Kabel rauf. Ich habe die Autos genommen, die ich bei den Lizenzen geschenkt gekriegt habe. Und da konnte ich echt einige Strecken fahren. Das ist schon echt gut. Ja, und so habe ich mir dann meinen Money-Krams hier aufgebaut haben. Halt eben, ne? Und. Ja, als nächstes, wozu würde ich euch als nächstes raten? Als nächstes, das kann man dann auch schon machen, wenn man mit den Lizenzen anfängt. Also wenn ihr da so ein, wenn ihr ein oder zwei, drei Lizenzen da schon geschafft habt, dann könnt ihr mal bei den Wiklis gucken. Macht euch einfach mal den Spaß und geht hier zu der Wikli Challenge. Und dann guckt ihr einfach mal, wo könnt ihr was fahren, wo könnt ihr nicht fahren. Da braucht ihr gar nicht mal so auf den ersten Platz gehen. Da reicht schon der dritte Platz und dann kriegt ihr ein Credit-Ticket von 100.000. Das ist doch mal ein Geldgimmick, oder? Das ist natürlich auch von Woche zu Woche unterschiedlich. Manchmal gibt es mehr Credit, manchmal gibt es auch weniger Credit. Gut, wenn ihr natürlich denn fünf, also wenn ihr denn ne, alle fünf abschließt auf den dritten Platz. Den kriegt ihr natürlich so ein 6-Sterne-Roulette-Ticket, ne? Das ist dann natürlich der Oberbürner. Aber was man da denn Schönes kriegt, ist denn so, ne? Tja, Glückssache. Manchmal steht dann da auch 6-Sterne-Roulette-Ticket. Manchmal steht dann da auch, dann ist das ein 6-Sterne-Roulette-Ticket. Da gibt es ja nur Autoteile. Ob man sich das denn holt, das muss jeder selber wissen. Aber ich sag mal, wenn da natürlich ein Autoticket steht, dann kriegst du bei dem 6-Sterne-Roulette-Ticket, da sind da nur Autos. Und dann kriegst du dein Auto geschenkt. Das ist doch geil. Das finde ich cool. Ja, hier auf jeden Fall kann man sich dann die Credit-Tickets holen. Guck mal, wenn du denn eins fährst, egal welches. Sagen wir mal, nehmen wir einfach mal den Sunday Cup. Da fahren ja die kleinsten Gurken mit. Ja, guck mal, ey, ein kleiner Fiat. Und guck mal, wenn du denn da mit dem Renault lang fährst, kannst du die doch alle abziehen. Da jetzt, da die erste Lizenz, die ihr da fahrt, kriegst ja den Renault geschenkt für Bronze. Du kannst die doch alle abziehen. Ja, läuft. Ein bisschen Kohle hast du ja denn sowieso auf Kante, weil hast ja das auf Bronze, hast ja ein bisschen Kohle abgegriffen. Dein Tunchen machst du nochmal ein bisschen Fahrzeugtuning und dann kannst eigentlich ohne Tuning abziehen, die Leute. Ja, und dann kriegst du hier halt die Kohle. Ne? Dann kriegst du mal eben für den ersten Platz, sollte eigentlich locker Möglichkeit sein mit dem Renault, mit den Krüppelmöhren da, dann kriegst du mal eben 25.000 geschenkt. Und
Das Geile ist, dann kriegst du 25.000 und dazu dennoch das eine Credit-Ticket von 100.000. So geil. Wo löst ihr die Credit-Tickets ein? Ist auch ganz einfach. So wie ihr ein Credit-Ticket kriegt, wird das hier bei der Garage angezeigt. Da steht dann 1, 2 oder 100, keine Ahnung, wie viel ihr da so schafft. Und dann geht ihr auf Geschenke. Und hier sind dann die Credit-Tickets. Und dann löst ihr das ein. Das von der Weekly Challenge und schon habt ihr 100.000. Habt ihr mal eben 125.000 Credit gemacht. Also es ist schon einfacher geworden. Also die Weekly Challenge war vorher nicht da drinne. Das war nicht so. Das ist ja nun auch neu dahin zugekommen. Ja, und dann bleibt es euch selbst überlassen, was ihr denn so fahrt. Ne? Also dann habt ihr ja schon mal so ein bisschen Kohle. Ihr habt dann die Autos so ein bisschen. Das bin ich gefahren. Wie ihr das fahrt, ist egal. Also ich gebe nur Tipps, wie ihr denn so an Kohle und an Geld kommt. Ne? Ja, dann kann man noch hier, geht ihr hier auf Sport. Da ist allerdings eine Internetladung vonnöten. Da könnt ihr dann bei den Online-Zeitrennen mitfahren. Ja, und dann könnt ihr euch denn hier versuchen. Hier gibt es denn für Bronze gibt es auch nochmal in 250.000. Ich sag mal, wenn du jetzt eine 1,5er-Zeit schaffst, ja, geil. Lass die erstmal stehen, die 1,5er-Zeit. Und das ist dann auch tagebelastet. So eine Lap-Time-Challenge geht immer so fast 2 Wochen, so 13 Tage, 12, 13 Tage, also fast 2 Wochen. Und ist eigentlich immer so 2-Wochen-Rhythmus. Ja, kann man hier eigentlich immer schön daran teilnehmen. Und ja, und wenn du denn da, wenn das abgelaufen ist, dann kriegst du mal 250.000 für Bronze. Es läuft doch. Also so für Anfang und so für Low. Man fährt da mit und kriegst 250.000. Mal eben so auf Kralle, nur mal eben, dass du dann mal eben eine Runde gecruised bist. Und selbst fürs Cruisen schafft man locker Bronze. Ja. Ja. Wenn das zu Ende ist, keine Angst. Wenn die Laptime zu Ende ist, dann kommt da oben, denn da ist denn ein Geschenk. Da bei Sport. Da gehst du rauf und dann brauchst du nichts machen. Dann ploppt das Fenster von alleine auf. Sie haben die und die Zeit gefahren. Sie sind so und so viel. Hier haben sie 250.000 Bronze. Ja, die Kohle mitnehmen oder nicht mitnehmen. Das ist aber auch, ne? Ja, ich habe das dann auch mal so gemacht. Ja, am Anfang war ich natürlich unterirdisch, ne? Ist gar keine Frage. Ja, da bin ich so gut angefangen, ey, Alter. Ihr seht das da oben sind ja, ist ja der Medaillenstand. 46 goldene, 26 silberne und 10 bronze. Das waren zu Anfangszeiten meine 10 bronzene, die ich denn da mir erfahren habe, hier bei Laptime. Ja, war meine Anfangszeit. Ey, hallo, jeder fängt klein an. Ja, nicht Meister vom Himmel gefallen und hier Milliarden von Euros auf dem Konto. Credits meine ich, Entschuldigung. Ja, muss ja mal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen. Also das sind die einfachsten Sachen, wo man wo man so ein bisschen Geld und Autos kriegen kann. Also hier ist Sport, ist auf jeden Fall Geld. Und ja, dann die Roulette-Tickets, wenn man 40 Kilometer gefahren ist. Ich sag mal, wenn du da unterwegs bist bei den Lizenzen, da wird ja dann eher auch denn der Kilometerstand da, du bist so und so viel Kilometer gefahren. Und dann wird das da tägliches Training steht da oben. Da rennt ja so ein Magger oben rum, da oben so ein roter Mannequin. Da musst du einen bestimmten Kilometerkrams da schaffen und dann kriegst du auch ein Roulette-Ticket. Ist aber auch immer unterschiedlich, was du denn kriegst. Entweder kriegst du ein 3-Sterne-Roulette-Ticket oder ein 4-Sterne. 5 Sterne. Ich habe schon mal ein 5 Sterne Roulette-Ticket gekriegt. Was da abhängig von ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das davon abhängig ist, ob man das denn im Ganzen in Abfahrt, die 40 Kilometer. Ich habe jetzt nur 20 geschafft. Ja, was gibt es noch kohlemäßig? Kohlemäßig kann man hier auch noch fahren. Missionen kann man hier fahren. Aber ich glaube, das war autoabhängig. Da brauchte man vorgegebene Autos, glaube ich. Oder werden die einem gegeben? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist auch schon so lange her.
Da könnt ihr natürlich, da seht ihr da oben alle Bronze, dann kriegt ihr den, also hier, da kriegt man jetzt Autos, die hauen einen jetzt nicht von der Poperze, ne? Nicht, dass man jetzt sagt, ey, ich brauche jetzt ein Auto mit 700 PS oder so. Ja, das ist Magic Mountain, da kann man auch wieder zwei Autos abgreifen. Alle Bronze kriegt ihr den Buggy. Und für alle Gold kriegt ihr natürlich dann da den Armee-Jeep da. Ja, kann man denn so zwischendurch mal abfahren. Kohlemäßig, wo bewegen wir uns hier kohlemäßig? Keine Ahnung. Deep Forest. Ja, ist jetzt Anfang, ne? Oh, die haben alle Zeiten hier gekillt. Ey, das ist so geil. Oh, Alter, ey. Ja, auf jeden Fall kriegt man hier für Bronze 1200. Ist jetzt nicht viel, ne? Haut einem jetzt nicht wirklich die Polypen aus dem Kopf. Aber ja, für anfangmäßig 1200 abgreifen. Ja, am Anfang ist Kohle und Autos ist immer Mangelware. Das ist nachher, das ruft sich der nachher ein, ey. Ja. Ja, kohlemäßig steigert sich das natürlich alles hier, ne? Also jetzt hier nicht ein hier jetzt denken, oh ja, jetzt gibt's hier nur Tausender. Nee. Hier ist natürlich, gibt es natürlich 300.000, 400.000 und 500.000. Dafür musst du aber was machen. Du brauchst dieses Auto, das ist ein vorgegebenes Auto, das brauchst du, das musst du haben. Und hier kann ich auch gleich sagen, hier ist Reifenabnutzung, Benzinverbrauch und hier ist Wetterwechsel. Also hier kann das denn schon mal sein, dass dann aber mal richtig Rambo-Zambo Regen runterkommt und dann hast du aber auch Aquaplaning. Dann musst du auch Regenreifen haben und musst du auch, also hier ist auch Reifenstrategie, ne? Also hier musst du überlegen. Also hier ist nicht flauschig cruisen und ich schaff das denn, aber nee. Also hier musst du schon kämpfen, also hier musst du beißen. Und das ganze Ding dauert eine Stunde. Und wenn du dann in der Stunde, ich sag mal, dann nur auf den fünften kommst, ja, dann kriegst du auch nur Belohnung für den fünften Platz, ne? Ach cool, sehe ich jetzt erst. Entschuldigung, alles zurück. Wenn du jetzt auf den 15. kommst, dann kriegst du schon 300.000. Ja, kannst auch mitfahren. Aber Voraussetzung ist halt eben das Auto. Und du hast Reifenverschleiß, du hast Benzinverbrauch, Regen ist da, also auch den Intermediates und Regenreifen. Also wenn das da jetzt richtig runter kommt vom Himmel, dann, Alter, Fabrina Sonnenschein. Ja, und für den 15. Platz, wenn du den 15er wirst, so, keine Ahnung, ja, dann kriegst du 300.000, ne? Kannst du auch mitfahren, keine Frage. Also hier kriegst du auch ordentlich Geld. Also hier, alle Strecken hier sind eine Stunde. Die sind alle mit Benzin und Reifenverbrauch. Glaube ich zumindest. Weiß ich jetzt nicht genau. Und jedes Auto verbraucht ja auch anders Benzin und die Reifen. Also von daher, ja. Hier zum Beispiel braucht ihr den Bug-Mono-Voraussetzung. Ja, und Preisgeld ist halt eben immer normal, ne? Ja, wenn du jetzt sagst, alles klar, ich fahre da jetzt eine Stunde mit und ich werde 15. und greife mir jetzt hier jedes Mal die 300.000 ab. Ja, kannst du auch machen. Kannst du auch. Gar keine Frage. Aber die Autos steigen hier natürlich denn. Ne? Du, also du brauchst die Autos, die hier denn auch vorgegeben werden. Weil wenn du das Auto nicht hast, kannst du da nicht fahren. Ne? Ja, kannst du auch fahren. Also das ist dann nochmal so ein, die menschliche Komödie, die Human Comedy. Jo. Kannst du auch fahren. Gar keine Frage. Also da gibt es auch ordentlich Geld denn. Ja, so viel dazu. So bin ich das gefahren. Ich bin jetzt nicht die gefahren, ne? Ich bin am Anfang bin ich natürlich die Lizenzen gefahren. Ich bin so ein Lizenzen-Freak von früher. Bin so Gran Turismo-Lizenzen-Freak geschädigt. Und bin erstmal die Lizenzen alle gefahren. Und dann hatte ich Kohle und Autos ohne Ende, ey. Ja, und dann konnte ich auch erstmal cruisen bei den Weltstrecken. Das war ja dann auch ganz lustig. Ja, das war dann erstmal meine Erfahrung, so meine Tipps, die man denn so machen kann, wenn du neu anfängst. Wenn du jetzt sagst, ey, Alter, was erzählt dir denn da schon wieder? Ey, Mann, ey. Boah. Nee, lass mal ein Abo und eine Glocke da für meinen Kanal. Das wäre cool. Unterstützt meinen Kanal, das wäre schön. Freue ich mich. Und ist da voll der Fussel vor, oder was? Nee. Ich hab Hallos, also, Sie haben ihn. Sie haben ihn gefunden. Ja. Ja, ich denke, das war's denn, glaube ich, auch schon. So. Ich hoffe. Boah, da meldet sich das Ministerium. Oh. Ja,
Ja, so viel erstmal dazu. Also das ist denn so meine Tipps, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. So habe ich das gespielt. So spiele ich das eigentlich immer. So wie ein neues Gran Turismo rauskommt, ist für mich immer die Frage, so, wo sind die Lizenzen? Das ist für mich meine Meinung so, ne? Mein Song, wie ich das denn spiele. Weil da gab es früher schon immer Kohle und Autos bei den Lizenzen und das hat sich jetzt immer noch nicht geändert und ich fahre dann immer noch genauso wie früher. Gut, ich bin natürlich denn so ein Suchti, der muss natürlich dann auch gleich auf Gold haben, ne? Das ist ja natürlich klar. Aber das Geile ist, wenn man das auf Gold fährt, die Lizenzen, wenn du da jetzt eine Lizenz hast, sieht ja eigentlich schon ganz knorke aus. Ich muss das jetzt auch in Gold haben. Dann kriegst du, das ist ja dann auch das Geile. Du fährst das auf Gold und dann kriegst du die Kohle von Bronze, von Silber und Gold. Das wird dann zusammengezählt so. Dann hast du davon einen Riesenhaufen Kohle. Ja, deswegen habe ich mir dann da auch riesen fett Kohle angespart und ich hatte dann auch erstmal dick fett Autos. Kriegst ja pro Lizenz, wenn du da dann alles auf Gold hast, kriegst ja zwei Autos. Boah, ist aber schon Rambo-Zambo, kannst auch nicht schon mitfahren. Ja, so habe ich das gemacht. Ja, gut, für einen manch anderen ist natürlich Lizenz so doof, will ich nicht. Ja. Dann musst du da halt gucken, wo du halt den eben fährst. Das sind denn so meine Tipps, die ich dir denn geben kann. Und ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir macht das sowieso generell Spaß hier vor der Kamera, merkt ihr ja auch. Ja, so ist jetzt der neue CD auf Zock hier. Ja, so viel dazu. Und dann habt euren Spaß mit Gran Turismo. Gruß ordentlich einen ab. Wie gesagt, Abo und Glocke nicht vergessen. Und vielleicht sieht man ja sich denn mal wieder oder man schreibt sich oder wie auch immer. Keine Ahnung, wäre cool. Und ja, dann noch viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.